laufe, nicht so 3 Sekunden laufe, wäre auch direkt so blau vor den Augen. Ja, du hast ja eine krasse Rüstung an. Das bist du nicht gewohnt. Ja, Junge, weißt du, wie viel ich wiege? Nein. Das ist jetzt auch. Ja gut, das ist ja in Real Life auch so. Dass wenn du 3 Sekunden läufst, dass du direkt abkratzt. Also, beziehungsweise wenn du 3 Sekunden gehst, ja. Ja, wer macht sowas? Diese ganzen armen Seelen. Oh, das wäre nützlich. Ach, lass liegen, du hast genug Verbände. Oh, nichts verkommen lassen. Die braucht man so selten. Oh, wo glaubst du, kann ich mehr Leute fighten? Links oder rechts? Du wirst sowieso verrecken, wenn du die Leute fighten willst. Also ah, guck mal, da haben wir es ja schon mal direkt. Da hängt einer. Das ist kein Mensch, oder was? Das ist einfach nur ein Typ, der da hängt. Guck mal, ich habe ihn sogar getroffen. Ich habe den Typen rechts gemeint. Der Typ da. Was hast du jetzt zu suchen? Lebensmüde, was? Ja. Wow. Er ist out of range, außer Reichweite. Ja. Ey, der ist bald hier. Hau den nochmal 2-3 Mal rein. Das sind so auf die Lone, die schlechten Gegner, die man noch versiegen kann am Anfang. Ja, guck mal. Ja, guck. Alter. Du musst halt einfach mal 2-mal schlagen. Lol. Alter. Das hat er dich geahnt. Jetzt, ha. Nimm ihm sein Geld ab und dann lass ihn ziehen. Alles geht nicht. Nein, den Kampf fortsetzen. Jetzt stirbst du. Er hat keine Kohle. Die Corona-Pest. Er flieht vor allem einfach. Ja, komm. Komm schon. Jetzt. Oh. Hau ihn um. Woran? Alter. Alter. Hat der edle Schuhe, jawohl. Guck mal, die sind sogar was wert. Und die hier sind auch was wert. Genial. Guck mal, ich kann meinen Pfeil wieder zurücknehmen. Ja, dann nimm mal guck mal, das ist nützlich. Ja, die wiegen aber... Eigentlich will man ja die beiden haben. Mal gucken wir doch mal. Hey, die Jagdhandschuhe wiegen doch bloß 0,5. Alte Stiefel, ja, die sind ganz schön beschissen irgendwie. Rüstung. Kann die alten Stiefel eigentlich mal weghauen. Sind ziemlich beschissen. Er läuft halt ohne Schuhe rum wie so ein Zigeuner. Mal guck mal, das hier kann ich mir anlegen. Dickte Beinlänge. Ja. Qualität. Bürgerliche Ja, gucken wir mal. Es gibt ja noch, ich habe noch hier, edle Schuhe. Boom. Das ist so. Okay, fallen lassen. Oh, Punkt 6. Brauche ich noch was? Sattheit 89. Kannst du noch was essen, ja. Bis 100 und ab 100 wirst du dann überfressen. Du frisst den Käse oder so. Ja, der Wein geht rein. Nee, ich brauche ja nur... Ja, Wein ist auch gut, das heilt dich dann wieder. So. Guck mal. Ist die geklaute Brezel einfach. Hast du viel Durst von Wurst? Was? Hast du den Hals von Salz? Hast du viel Durst von Wurst? Ja, nee. Guck mal, hat sich doch schon direkt wieder gelohnt. Total, jetzt bist du wieder überladen. Ach, du hast absolut recht. Aber dafür kann ich ja noch einen Apfel essen. Okay, du riechst den auch. Dein Spielstil ist ja schlimmer als meiner. Warum? Ich weiß es nicht, das ist anstrengend. Min-Maxen, ja, guck mal, die gestohlene Brezel ist drin. Und Sattheit ja, halt auf 99. Ja. Alter, mein Kopf ist verwundet, oder wie? Hatte. Sonstiges. Die Anwenden. Kannst du nur nutzen, wenn du blutest. Da du nicht blutest. Ich sag ja, die braucht man so gut wie nie. Und wie kann ich jetzt meinen Kopf wieder heilen? Einfach abwarten. Wein trinken, glaube ich. Wein das trinken. Gegen alles. Wenn jetzt auf diesen... Okay. Ja, schon auch. Jeden scheiß Zigeuner da aus. Ne, umgekehrt, du bist ja derjenige dann. Ich bin der ziehende Gauner. Das muss eh wieder rausgeschnitten werden oder so. Nee, ist bald drin.
Weil Lenki schneidet solche Sachen auch nicht raus. Irgendwie komme ich hier nicht mehr rein. Du musst hinten rum, ne? Da den Weg entlang, genau. Ja, das ist der steinige Weg, von dem Grönemeyer geredet hat. Ja. Grönemeyer ist ja auch heute einer der bekanntesten Corona-Leugner. Ja, ist das so. Alter, erinnerst du dich noch an den... erinnerst du dich noch an den Moment mit dem Grönemeyer, also als der da so, oh, kein Zentimeter, kein Millimeter und was auch immer. Das hat mich ja sehr an Goebbels erinnert. Ja, nee, aber damals gab es noch Konzerte. Alter. Ah, guck mal, da ist der nächste Schwester. Wollte der Grönemeyer ja verhindern. Ja, die triffst du doch eh nicht mit deinem scheiß Bogenskill. Ist das überhaupt ein Mensch? Ja, was denn sonst so ein Ork oder was? Das ist so dieser Schattenwanderer-Typen da aus... was geht, Bro? Ja, der Ringe. Fix! Lebensmüde, was? Fix! Er hat auch nur so einen Knüppel. Richtiger Skinhead. Scheiße! Ins Gesicht. Das ist der Vorteil, du hast so ein edles Schwert und die haben nur so ranzige Holzknüppel. Ich könnte ihn auch mit einem Knüppel fertig machen. Glaube ich nicht. Yeah, I could beat his ass. Oh, neue Hauptstufe erreicht. Ja, komm ran, Junge. Aber hast immer noch keinen Skillpunkt, glaube ich. Ach, du bist doch so ein dastehen. Dreckiger Wichser. Er sticht dich mit dem Knüppel, das ist auch gut. Jetzt habe ich ihn tot. Ja, Gnadenstoß, das ist immer episch, aber das gibt's leider nicht, weil er doch schon tot ist. Ja, er ist tot. Ich schädige nur noch seine Rüstung. So. Ja, damit dass er dann beschädigt klauen kannst, oder was? Alter Junge, das wäre ziemlich geil, aber das, ja. Was macht das denn? Info? Ganze Scheiße brauchst du eh nicht. 30 Leben, Lebens... Das kann ich mal direkt konsumieren. Mit, ja. Das kann ich mal direkt... Hier. Ach so. Nein, du musst es anwenden, ist was anderes. Damit vergiftest du in Anführungszeichen deine Waffe, was ein ziemlicher Fail wäre. Und musst es eh gedrückt halten, mit Essen. Ja. So, ich habe jetzt noch zwei davon. Jetzt bin ich geheilt, oder? Oder, nee, das wirkt noch. Halte ich ja über die Zeit. Mal lohnt sich schon wieder. Total. Ein ganzer Groschen hier. Ja. Aber jetzt kannst du wieder nichts kaufen. Aber damals war ein Groschen noch mehr wert. Er floh nicht wie ich. Er starb mit dem Schwert in der Hand. So direkt plündern. Oha. Ja, weil du diesen heroischen Moment wieder hier zur Liste machen musst. Alter, der Vogt. Nimm sein Schwert. Scherbe. Und direkt überladen. Was bringt das denn überhaupt? Scherbe? Ja. Das geht eigentlich tatsächlich. Guck mal, 106. Dafür kann ich eigentlich was anderes. Ja gut, aber es sind bloß, wenn du es durch 3 teilst, weil es ja 3 wiegt, auch wieder bloß so 35. Was ja gar nicht mal so scheiße ist. Naja, gut. Aber ich bin jetzt 81 überladen. Was kann ich denn wegwerfen? Wirf mal. Das ist halt schon scheiße schwer. Ja, Herrn Ratzigs Schwert kann ich mal wegschmeißen. Okay. 3,5 Fackel. Leise. Fackel kannst du eine wegschmeißen. Leise Treter, ja, ich weiß nicht. Also du hast nur eine Fackel. Ich meine, guck mal, 106, ja, das bringt doch nicht so viel, oder? Ja, schmeiß es halt weg, es ist scheißegal. Schade, okay, schade. Du findest noch so viel Scheißdreck, den Schokolade. Du verkaufen kannst. Okay. Das ist sowieso so unehrenwert, deine Leichenfletterei hier. Das ist so asozial, an jede Leiche zu gehen und zu... Du hast ihn gepriesen und so hat er es dir gedankt. Und doch warst du ein Held. Du bist nicht geflogen. Alter, wenn ich auf die Aufnahme schaue, da sieht das so aus, als ob das so 3 Frames wären. Ja, gerade eben ruckelt es ein bisschen irgendwie, ja. Er ist ja der Deutsche tatsächlich. Ja, tatsächlich. Der jetzt quasi nochmal vindicated wird.
Wo ist überhaupt der Hund? Sehr gute Frage. Aber wir gehen hier erstmal hoch. Okay, ich höre jetzt mal auf mit dem Plündern. Ich hör auf, den scheiß Penner zu plündern hier. Alter, die Aufnahme sieht so scuffed aus. Da werden sich die Zuschauer wieder freuen. Ja, als ob das nur so 3 Frames wären oder sowas manchmal. Kommt aber nur durch den Regen und so eine Scheiße. Ja, ja, so aktuell geht's doch voll. Ich meine bei dir, aber ich meine in der Aufnahme. Ja, keine Ahnung, ich sehe die Aufnahme nicht. Aber ich halte jetzt mal die Fresse für diesen emotionalen Moment. Der Typ, der da liegt, ist übrigens unblockt. Wieso tust du mir das an, Vater? Wieso? Gestorben. Wieso hast du mich allein gelassen? Du bist so ein Wichser. Vergib mir. Bitte vergib mir für alles. Dafür, dass ich... Nächstes Mal hoffe ich nicht mehr. Ich werde nie wieder weglaufen. Ja, das werden wir noch sehen. Das stand ja auch mal in Rome, im Rome-Ladebildschirm. Wer wegläuft, kann später kämpfen. Alter, 3 Frames oder was in der Aufnahme. Bei uns ist übrigens alles flüssig. Ich verstehe nicht, warum das jetzt hier so ruckelt. Zumindest im Aufnahmefenster. Aber zuerst... Wir werden sehen. Eine Schaufel finden und mich um euch kümmern. Ach so, die Schaufel, da kommt bestimmt auch der Hund dann. Ja. Ich weiß nicht, Quest. Sagtest, finde eine Schaufel. Hier. Unter der Linde. In Scarlets unter der Linde. Da liegen 2 Leichnamen. Weißt du, warum es Leichnam heißt? Ja, nee. Das sind 2 Leichen, die ich nahm. Ich habe mir schon gedacht, dass sowas jetzt kommt. Sehr krassester Wortwitz 2021. Weil du Nekrophil bist, übrigens. Alter Junge, in der Aufnahme sieht das so scuffed aus zum Teil. Okay, beschaff dir eine Schaufel. Ja, bring das jetzt zu Ende. Zum Hund musst du. Was? Nee, nicht hier. Kein Surround Sound, Alter. Sequenz. Kein Surround Sound. Wow. Ach, das ist episch. Er will da irgendjemanden plündern. Ach, er will da so einen Schatz, glaube ich, auch ausgraben, ne? Um mal hier wieder zu spoilern. Das ist jetzt kein krasser Spoiler. Ich bin ja nicht Torben. Was ist denn los, Bischek? Was in Gottes Namen treibst du da? Alter, Bischek. Wonach sieht's denn aus? Rüben ausgraben? Das Vieh ist auf mich losgegangen. Ist das nicht der Köter des Fleisches? Und das da hinten ist seine Leiche? Ja, hast recht. Aber was hat das mit diesem aggressiven Viech zu tun? Der beschützt den Herren. Das ist eigentlich sehr wholesome 100. Ich würde sagen, das arme Tier bewacht sein Herrchen. Du hast nicht zufällig versucht, an ihn ranzukommen. Was kümmert's dich, was ich hier mache? Was machst du hier? Ich möchte meine Eltern bestatten. Ja, hättest direkt die Kampfantwort nehmen müssen. Würdest du mir die Schaufel borgen? Ich muss ein Grab ausheben und finde keine andere. Was ist er dir wert? Nettes Schwert, das du da hast. Das hätte ich gern für die Schaufel. Ach, das ist ein schlechter Deal, Alter. Was bist du überhaupt zu so einem Ding? Ich mach das zweite. Ich schiebe es in den Arsch. Ja. Ich nehme die Schaufel und du kannst das Schwert haben. Direkt in deinen Arsch. Glaubst du kannst frech sein, nur weil du ein Schwert hast? Mist. Ja. Ich weiß nicht viel über Schwertkämpfen. Es gibt da auch noch zu, dieser Trottel. Dann schlägt er mir die Zähne ein, oder was? Stech den ab, den Penner. Alter, schlag ihn zusammen. Alter, geil. Zieh den Schwanz ein! So. Lol. Was für ein Noob. Er ist jetzt quasi der Noob. Musst du zu dem Hund hingehen? Mal. Das ist so zynisch. Aber er hat viel Zeug, gutes Zeug dabei auf jeden Fall. Meinst du, ich soll das Störfleisch und das die Salami mitnehmen? Ja, nur das Störfleisch würde ich sagen, das hält, glaube ich, länger. Ja, da hast du recht. So, was geht? Ich muss mit dem Hund noch reden. Geht das nicht? Ruhig, Junge.
Ich bin jetzt aber auch wieder überladen. Aber es ist ja egal. Jetzt sogar einen extra Dialog für den Diebstahl. Ja, es ist jetzt egal. Und ein gutes Herrchen wird es nicht mehr benötigt. Alter, ich muss jetzt 2 Minuten rennen. Alter Junge, ey. Scheiß Pferd. Ja, diese Geräuschkulisse. Bischek, wir hätten noch Bischek einfach auf die Fresse hauen müssen. Bischek, Junge. Das regt mich schon irgendwie auf, dass der geflohen ist. Alter, die Aufnahme sieht so scuffed aus. Ich immer noch. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ich hoffe, die Aufnahme ist flüssig. Du musst es einfach verschweigen. Du sagst die ganze Zeit nichts anderes, so gefühlt. Wo ist denn der Typ eigentlich gestorben? Warum ist das so? Achso, stimmt. Achso, ich... Im Vorhof da. Nee, oder? Also ja, quasi da. Überhaupt? Achso, doch, klar, du hast ja einen Questmarker. Lol. Zur Linde. Es liegt wirklich nur am Regen, kann ich so sagen, beziehungsweise versichern. Ja, gleich ist ja das Wetter auch besser. Mutmaßt man. Das ist bestimmt geskriptet. Das ist eine gute Stelle. Hier wird es euch gefallen. Und was jetzt? Du musst da hin? Weiß ich nicht. Gehen wir an auf dem Platz hier. Wir gehen den Graben. Sequenz. Ah, da kommt wieder der Hund. Piss dich! Der schaut richtig seltsam aus, Alter. Ja. Wie so ein tschechischer Hund. Das war auch mein Gedanke. Aber ich habe ihn natürlich so nicht ausformuliert. Auch wie er die Schaufel hält, ist interessant. Eine Hand. Nee, so... komisch irgendwie, ich weiß es einfach nicht. Wobei, war eigentlich ganz normal. Also. Wow. Legen wir mal los. Man merkt, dass das Spiel 3 Jahre alt ist. Nein. Grafik ist richtig beschissen, man merkt, dass das Spiel 3 Jahre alt ist. GameStar Review be like. Aber den Hund hat man ja später noch dann als Gefährten, ne? Ist das so? Ich hab's wieder gespoilert. Aber gut, das war, bahnt sich ja hier gerade schon an, wie du siehst. Ich glaube, ich habe immer ohne Coach verspielt. Also gespielt. Ja, kann man ja auch machen. Ich habe immer ohne Joanna Köter gespielt. Es ist so Tim K. Ja. Von der Köter, immer. Wie soll ich das nur schaffen? Brauchst du vielleicht Hilfe? Oh ist shit. Ja, siehst du nicht das Schwert? Wer seid ihr? Junge, Bischek, dieser Penner, hat uns verraten, Alter. Bischek. Weil du ihn nicht umgebracht hast. Wollen wir schon sein? Ich konnte es ja nicht machen. Alter, fette Knüppel. Wir rauben dir alles, was du hast. Vor allem diese feine Klinge, die sowieso nicht zu so einem Streuner wie dir passt. Das war meines Vaters Schwert. Alter. Das könnt ihr also vergessen. Den da meinst du? Ich glaube kaum, dass er es noch brauchen wird. Hör mal, Junge. Gib uns das Schwert und vielleicht lasse ich dich gehen. Wenn nicht, gibt's eine Familienzusammenführung. So ein richtiger Tscheche, krimineller Tscheche da. Ja, das ist ein krimineller Ausländer, der uns hier ausrauben will. Hack den Bastard zu Brei! Die habe ich alle getötet. Hack ihn zu Brei mit einer Keule. Das hätte dich nur ein paar Zähne gekostet. Alter, shit. Jetzt musst du mit den Pfeifen durch. Fuck, Alter. Aber es ist jetzt also ein aussichtsloses Unterfangen. Alter Junge. Ja, guck mal. So einfach geht das. Hopp, stich ihn tot. Vor allem beblutet jetzt den ganzen Verband anlegen. Alter, neue Stufe Kampf hat sich ja gelohnt schon. Oh shit. Ich glaube, du kannst deinen Verband nicht mitten im Kampf anlegen. Ja. Das ist nicht Skyrim, ja.
Depp. Alter, du machst einen guten Platz hier. Jebat. Da haben wir es wieder. Ja, du kippst ja gleich von selber um. Der wartet jetzt einfach nur noch drauf. Warum steckst du die Waffe weg, was zu? Alter, nee. Okay, okay. Was soll das Scheiße? Es geht einfach in den Nahkampf. Was passiert eigentlich, wenn du jetzt fließt? Alter, ich treffe ihn in den Kopf. Junge, das bringt sowieso nichts. Du kannst jetzt alle deine Pfeile verschießen. Aber ich skille dadurch. Ja. Okay. Was soll ich sagen? Das ist wie Mark Wickernest bei diesem Screenshot, wo er über Fallout New Vegas spricht und sagt, ja, ich schieße ihn in den Kopf und er sagt, ouch, und rennt weg. Und nach ein paar weiteren Treffern explodiert er. Scheiß Spiel, ich habe es deinstalliert. Hast du jetzt nichts zu sagen, Spasti? Ich weiß, dass du nicht trauen sollst. Wie gesagt, das wäre halt echt interessant. Wenn ich jetzt hier. Alter, geil. Direkt erste Hilfe geskillt. Stirb endlich. Wer stirbt nicht, checkst es halt. Junge, Junge. Valentins Spielstil. Vor allem, wenn man weiß, was hier eigentlich geskripteterweise passiert. Ja, ich will noch ein bisschen skillen. So, warte. Ich geh jetzt mach's mal offscreen. Ah, guck mal, der Bildschirm geht wieder auf normal. Ja, und wir heilen. Quasi wie ein COD, wenn man sich halt langsam wieder heilt. So, ich treffe den 10.000 Mal. Das ja, seine Rüstung ist halt zu krass und seine HP sind zu hoch. Alter, jawohl, Agilität. Oh, ja. Das hat sich schon gelohnt jetzt. Na? Schießt die mal im Hintergrund. Das ist ein sehr guter Punkt. Du willst Bischek endlich umbringen, diesen Penner. Aber auf die Entfernung triffst du nichts, weil dein Skill einfach zu schlecht ist. Ja, das werden wir sehen. Nee, siehst du, ich treff den. Alter, ja scheiße! Das hat sich ja gelohnt jetzt, den zu treffen. Bin mal gespannt, was passiert, wenn du von dem anderen umgenockt wirst. Das wäre auch interessant. Alter, krasse Zeitlupe. Der andere bleibt auch einfach so stehen. Den haben wir irgendwie festgebackt jetzt, glaube ich. Erfolgreich. Er ist high ready jetzt. Alter Junge. Wiss dich mal. Es wäre echt interessant, ob das dann dasselbe Script-Event eintritt, wenn einfach dich so ein Handlanger von ihm umbringt. Alter Junge, wie krass ist der Typ? Du bist einfach zu low. Alter. Da kommt der Typ. Also hast du ja so gut wie keine. Oh shit, so gut wie keine Ausdauer. Weil du so halb tot bist. Oder zwei Drittel tot geradezu. Der hat noch überladen. Scheiße. Alter Junge. Das ist ja auch unfair, ja, okay. Weil die 2-on-1 gehen. Normalerweise hätten wir gewonnen. Ja, ich hätte dort stehen bleiben müssen und den einen irgendwie noch einen Headshot verpassen. Aber ich konnte nur zu spät ziehen, das ist jetzt schade. Naja, aber wenigstens eine Agilität hochgeskillt, würde ich sagen. Ja, guck mal, wir wurden geportet. Der Hund bringt wieder mal gar nichts. Ich hab dir ja gesagt, wie das werden wird. Aber du wolltest ja nicht hören. Bischek kann die Keule kaum tragen. Ja, ist ja auch ein Lauch.
Ist ja auch ein Tscheche. Brandneu, guck mal, wie leise. Brandneu, hab ich recht. Ja, der ist ja auch weiter weg von dir. Aber guck mal, ich hab den auch ziemlich eingedellt. Das stimmt. Das erste Blut haben wir ja schon mit einer anderen, wenn nee, mit einer anderen Waffe. Ich glaube, es gibt ein Wort für solche Momente. Dein Alter kannte es bestimmt. Aber ich bin bloß ein einfacher Mörder. Das ist ein sehr krasses Sascha-Zitat. Wieso? Es gibt bestimmt ein Wort dafür. Und es gibt Leute, die kennen das. Aber ich bin nur ein Mörder. Das ist ein Pech. Gerade durch das schwer zu sterben. Alter, das ist auch ein Sascha-Zitat. Anti-islamische Beleidigung. Sascha als Frau. Fanboy Sascha. Hört auf mit den Spielchen. Junge, ich bin halt mit mir und ich als Frau. Du darfst doch die strong, smug woman. Alter, Junge, wie laut das ist. Jetzt sind ja auch Pferde, natürlich. Das hat eine realistische Verteilung. Ja, mein Ohr hängt doch nicht an den Hufen. Weggegeben, Herrn Ratzigs Schwert. Easy. Deep Silver Presents, das heißt als das Intro. Jetzt haben wir endlich das Intro gespielt nach 100 Jahren. Jetzt haben wir ja nicht mehr die Klamotten an, das fuckt mich auch ab, ja. Ja, aber das haben wir, die haben wir ja nicht verloren. Wir können das ja alles verkaufen, das ist ja das Gute daran. Ja, das liegt an der Sequenz, das ist irgendwie komisch. Die sieht nicht vor, dass man krasse Klamotten hat anscheinend. Kennst du diese Videospiele, wo man dann seinen selbstgemachten Charakter dann da quasi so sieht? Sieht einfach richtig beschissen aus mit lilanen Haaren und so weiter. Victoria Hogan. Hulk Hogan. Seine Tochter. Wir haben keine Krone mit. Wir tragen einen Toten oder was? Ist jetzt krass. Richtig, das Spiel, der Mann ist tot und das Spiel ist jetzt vorbei. Richtig, das war jetzt. Das sind die Credits. Ja, genau. Jakob Holek, Junge. Hört sie. Nein, okay. Einfach so immer nur das Schlechteste sagen, was geht, ja. Peter Schamek und Peter Janek. Du bist ja auch nur ein einfacher Mörder. Ein Keck. Ja, richtig. Er vergisst bestimmt Wörter, aber ich bin nur ein einfacher Mörder. Dafür gibt es bestimmt Mörder, doch ich bin nur ein einfaches Wort. Ja. Und jetzt zerstören wir da voll die Atmosphäre dieser epischen Szene. Ja, welche Atmosphäre? Das ist so. Ja, kannst auch noch heute nach Tschechien gehen und das sieht so aus. Also. Siehst du, gute Atmosphäre also. Aber das ist ja kein Scherz und du weißt auch, dass das so ist. Wenn man so an die tschechische Grenze rübergeht, dann fühlt sich das in Tschechien schon schlimmer aus. Ja, es geht darum, wenn man so nach Tschechien rübergeht, dann fühlt es sich, wenn man über die Grenze schreitet, so an, als ob das so die Source Engine lädt. Weißt du, als ob man dann auf einmal so ein Garry's Mod oder sowas ist oder ein Counter-Strike Source. Finde ich auch interessant, dass die quasi von der anderen Richtung durch diese Stadt durchgehen. Also wir werden es später noch sehen, merkt euch das mal. Voll unrealistisch. Guck mal, das ist auch der eine deutsche Bäcker. Obwohl nein, der ist ja auch Tscheche. Weil er einfach Bäcker heißt. So, siehst du, wir sehen, er ist gestorben. Stimmt. Alter. Das ist einfach... Achso, das ist jetzt so eine komische, so ein Fiebertraum, den wir haben. Aufgabe, komm, rette deine Eltern. Ich will jetzt mal ein anderes Schwert equippen. Wir haben jetzt ein Horrorspiel installiert quasi. Achso. Alter, die Kommande. Okay. Alter, das ist tatsächlich ein Albtraum. Ja, natürlich. Also ich gehe mal stark davon aus, oder vielleicht ist das aber jetzt das Spiel einfach. Das ist ein Grafikfehler bloß. Lol. Ich verteidige. Ja, ich drücke I. Ich kann kein Schwert auswählen. Voll unrealistisch.
Er tötet mich halt richtig. Die Hände sind von der Tastatur, killt mich. Du wirst doch schon längst tot sein, Leute. Endlich, meine Fresse. Die haben auch echt lange gebraucht, die Wichser. Jemand das Blut aus den Pupillen waschen. Ja, das ist, weil du zu schwer verwundet bist. Okay, kann er dann mal regenerieren? Er muss in Deckung. Heinrich. Bisschen theatralisch, um so mitzukriegen, das ist schlecht und du willst diese Typen töten. So. Ladebildschirm. Ja, und Spaß, endlich sind wir im Leben danach. Ich würde auch sagen, es langt dann für heute. Ja, Moment. Ich weiß nicht, was jetzt an Dialogen kommt, aber ich nutze diesen Ladebildschirm, um das schon mal anzukündigen. Tag. Steh auf, Heinrich. Aufwachen. Ein neuer Tag. Heinrich. Heinrich, hörst du mich? Heinrich, hörst du mich? Ja, aber stell mal das Gesicht, du Fotz. Nein. Halleluja. Dachte schon, du wachst nie auf. Hattest Wasch du dich wieder mal. Träume? Das Grüne ist Kotze. Nee, aber als sie da im Regen stand, da sah die richtig crispy Danke, clean aus und jetzt ist die komplett voll mit allem Zeug. Was hast du mit deinem Gesicht gemacht? Hast du dich einfach so ein Matsch gedankt, oder was? Ja, klar. Wo bin ich? In Scarlet? Nein, wir sind in der Mühle meines Onkels in Rathai. Ich wusste nicht, wohin. Was ist passiert? Du erinnerst dich wirklich an nichts? Tja, wundert mich nicht. Ich fand dich, nachdem dich diese Halunken attackierten. Erst dachte ich, du wärst erledigt, aber du hast noch geatmet. Warum nur bist du zurückgekehrt? Das war Wahnsinn. Warum schickst du mich in die Hölle? Okay. Ich wollte sie begraben. Ich musste... Keine Sorge. Ich habe das erledigt. Danke. Jeder gute Christ hätte das getan. Aber jetzt musst du schlafen und wieder zu Kräften kommen. Christ kacks wieder mal. Alter. Vor allem einige Tage im Fieber waren später. Du bist wach. Fühlt sich dieses Spiel auch an. Und sie hat sich immer noch nicht gewaschen. Und wir sind immer noch schwer verwundet. Hast den ganzen Tag verschlafen. Oh. Als wäre ein Pferd auf mich gestürzt. Was vielleicht auch passiert ist. Die Rügel schlimmer als das. Aber wenigstens ist das Fieber weg. Ich bin müde und schläft einfach weiter. Ja, wäre die gute Antwort. Was? Sie töteten meine Brüder, meine Familie, meine Ach, Freunde. Sie ist doch die wir gesaved haben, oder? Ja. Ja. Ob ich schon. Alle, die ich geliebt habe. Vielleicht auch Einen meiner Brüder töteten sie in den Minen. Wofür hätte sich das Leben noch gelohnt? Sag sowas nicht. Es gibt immer Hoffnung. Nicht immer. Aber das spielt keine Rolle. Jetzt bin ich eine andere. Die Boss-Transformation gemacht. Ich bin erschöpft. Kein Wunder. Ich bringe dir Wasser und etwas zu essen. Ruh dich währenddessen aus. Du bist noch schwach. Alter, jetzt werden wir noch Weil so eine Frau, die dann sagt, du bist schwach. Ja, er ist halt gemockt, wenn du jetzt... Guten Morgen. Wie geht es dir? Alter, wasch dich mal. Ging mir nie besser. Nee, es ist schädhaft, sich nicht zu waschen. Wie es scheint, ist dein Sinn für Humor zurück. Dir geht's also wirklich besser. Mein Onkel wird erfreut sein. Es war nicht leicht, ihn zu überwinden. Der Onkel, der den so ständig beherbergen muss. Hätte er dich wohl einfach auf die Straße geworfen. Du jetzt kann er endlich wohnen, arbeiten. Eine Bleibe hast. Aber mein Onkel erwartet eine Bezahlung für die Bleibe, Kost und Wundsorge. Ich liege hier schon viel zu lange. Vor allem, wo bin ich, so nachdem sie es schon mal gesagt hat? Wenn er einen Morgen weniger zu stopfen hat. Aber geht's dir wirklich gut?
Ich wusste gar nicht, dass der dafür Geld verlangt. Hat er noch nie was bezahlt. Was heißt so ein Tscheche? Wir sind hier im, Hotel Europa in der Nähe von Chep. Europa, Junge. Ja, so heißt das. Ich kenne Herrn Ratzig. Ja, richtig episch, Alter. Da will ich wohnen. Ich muss ihn im Hotel Europa. Du willst. Aber zuerst musst du mit meinem Onkel sprechen. Du hast hier über 2 Wochen im Fieberwahn gelegen. Und er hat den Apotheker und die Arzneien bezahlt. Du schuldest ihm einiges. Ich liege hier seit 2 Wochen? Mein Gott. Der Mann besteht nur noch aus Knochen und nicht mehr aus Muskeln. Wäre Onkel nicht gewesen, wärst du nicht mehr hier. Nein, ey. Ich muss an die Arbeit. Schön. Ja. Aber du verschlechtert. Ich verarsche. Wie hast du nichts zu sagen? Nach allem, was wir für dich getan haben? Tja, wie es dir beliebt. Ich dachte an die Arbeit für ihn. Ja, eben. Also für den, Alter, toll, gut verschlechtert. So, ja, ich würde sagen, dann laden wir wieder den Spielstand. Okay, nee. Ja, dann laden wir. Yeah. Da sind unsere Besitztümer drin. Genau. Alter, alles können wir das alles nicht mal waschen? Nee, ah, guck mal, das ist nicht mehr geklaut. Genial. Ja, weil du, wenn du es lang genug aufhebst, dann wird es halt nicht mehr als geklaut markiert. Aber wir können jetzt, würde ich sagen, das Gespräch beenden, weil es hat jetzt mittlerweile eine gute Länge erreicht. Das stimmt wohl, ja. Um das auch mal wieder einzubringen hier. Okay. So, ja, das kommt jetzt gleich, keine Sorge. Wir sehen nur wieder alles komplett ausrüsten. So. Das hier, das hier, das hier, das hier. Was haben wir davon nur noch? Ne, hier. 6 Pfeile. Wir haben ganz schön viel da in den Typen reingeballert. Okay. Alles klar, okay. Vielen Dank, dass ihr zugeguckt habt. Ja. Schau mal, wie viel beteiligt wir das machen. Aber vielen Dank. Und bis aufs nächste Mal. Tschüss. Ja.